des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und den Sündigen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Heiligstes Herz Jesu, unbeflecktes Herz Marie, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Nun haben wir also in diesen Einleitungen ein klein bisschen eine kleine Zusammenfassung gemacht, dieses großen Fatima-Jahres, dieses großartigen Ereignisses, das nicht nur jetzt eine 100-Jahr-Feier ist mit vielen schönen Prozessionen und auch wunderbaren tiefen Gebeten und einer geistlichen Erneuerung, sondern ein Lebensprogramm. Ein Lebensprogramm, das unser ganzes Leben bis zum Schluss und die ganze Welt bis zum Ende der Welt eben wirklich als der große Leitstern vom Himmel gegeben wird. Und deshalb haben wir eben 5 wichtige Elemente zusammen betrachtet, ganz kurz in Erinnerung gerufen, die wir Blumen oder Früchte von Fatima nennen. Es sind eigentlich die Gaben, die Mutter Gottes uns gibt, die Gaben, die wesentlich sind für unser Heil, insbesondere in diesen schwierigsten Zeiten. Nochmal ganz, ganz kurz, die erste Gabe, die erste Frucht und die erste Botschaft unserer lieben Frau ist, erinnere dich, es gibt einen Himmel und eine Hölle. Und es gehen so viele Seelen in die Hölle, weil sie eben sich von Gott abwenden. Das Los der armen Sünder, die Mutter Gottes sagt, die armen Sünder, denn sie hat Mitleid mit ihnen und möchte sie ja retten. Aber wenn sie sich nicht retten lassen wollen, dann steht ihnen der Ozean, das Meer, unendliches Feuer der ewigen Verdammnis eben bereit. Dahin fallen sie. Deshalb beginnt die große Botschaft von Fatima, das große Geheimnis von Fatima am 13. Juli eben mit der Höllenvision. Und dann die Wichtigkeit, dass wir wie die Kinder von Fatima, das Erste, was die Kinder fragen, wenn die Mutter Gottes erscheint, überwältigt von einer solchen überirdischen Schönheit. Ich komme vom Himmel, ich bin vom Himmel. Und die erste Frage in Fatima, der Lucia und ich, gehe ich auch in den Himmel? Werde ich auch in den Himmel gehen? Und Jacinta und Francisco auch. Und Maria des Neves, unsere Freundin, die kurzem gestorben ist. Ist sie schon im Himmel? Ja, sie ist im Himmel. Und Amelia, sie wird im Fegfeuer sein bis zum Ende der Welt. Das sind die ersten Worte, die wir hören von unserer lieben Frau, von Fatima. Also, wie gesagt, das soll wirklich in uns weiterklingen. Wir müssen wirklich dieser materialistischen, kommunistischen, freimaurerischen Welt, dieser neuen Weltordnung, eben die christliche Weltordnung entgegenstellen, die eben eine vertikale ist, eben von der Erde zum Himmel, von der Zeit zur Ewigkeit, die Zeit eine kurze Vorbereitung und dann eben das ewige Leben zu erlangen. Und der Sinn unseres Kampfes eben, dass eben die Feinde uns dieses Leben, diese Freude und die Ewigkeit eben nicht wünschen und uns mit sich selber in das Verderben ziehen wollen und dass ich dagegen kämpfe und dass ich versuche, die anderen, meine Brüder, die Menschen eben mitzuziehen, hoch in das Licht und damit sie nicht auf diesem breiten Weg in den Schlund und in den Abgrund fallen. So, das ist das Erste. Zweite große Frucht von Fatima, zweite Botschaft von Fatima, ganz kurz wiederholt, ist, unsere liebe Frau gibt uns ihr unbeflecktes Herz. Das ist die Enthüllung des tiefsten Geheimnisses Mariens und tut das sofort anwenden, wie wichtig dieses unbefleckte Herz in unseren Zeiten ist für das persönliche Leben, denn die Andacht zum unbefleckten Herzen, die wird dir Kraft geben in den schwierigsten Umständen, unter den grausamsten Verfolgungen, in den brutalsten Versuchungen festzustehen, denn sie wird dir die Zuflucht sein. Ein Refugio, wenn Sie dieses Wort nehmen, das ist das Wort von den kleinen Häuschen, die Sie in den hohen Bergen haben, nicht diese kleinen Häuschen, wo die Wanderer oder die Bergwanderer eine Zuflucht finden vor Sturm und Wetter.
Und diese Häuschen, die überall ein bisschen in den hohen Bergen gebaut worden sind, werden auf Italienisch und auf Spanisch immer aus diesem Refugium, Refugio, nicht? Ein Zufluchtsort. Ein Zufluchtsort wurde auch eben genannt im Krieg, wo die diese kleinen Bunker, diese Höhlen gebaut haben. Das war der sichere Ort, den der Feind nicht entdecken konnte. Das war das Refugium. Und das Wort wendet die Mutter Gottes an. Dies wird mein Herz sein. Das Refugium, deine Zuflucht und der Weg, der dich zu Gott führt. Und dann die Lösung für unser persönliches Leben, die Lösung für das soziale, weltliche Leben und die Herrschaft des Teufels durch das erste Tier, Kommunismus, Freimaurerei, die Irrtümer Russlands werden überwunden durch das unbefleckte Herz Mariens. Die große Krise der Kirche und der Religion wird überwunden durch das unbefleckte Herz Mariens. Und das unbefleckte Herz Mariens wird auf jeden Fall siegen. Welche Botschaft, meine lieben Freunde, die sollte uns immer mit Freude und Hoffnung füllen. Wo immer ich hinschaue, die Lösung. So, wir sind nämlich alle ein bisschen solche Leute, die gerne oder nach Faszination oder nach etwas Außerordentlichem und dann lieben wir eben draufzuschlagen. Das ist schlecht und es wird immer noch schlechter. Und der Papst und die Bischöfe und der Priester und dieser Präsident und dieser Putin und dieser Trump und dieser weiß ich was noch einer, nicht? Und der und der und der und der. Und wie schlecht es ist und wie furchtbar es ist und wie es immer noch schlechter wird. Und dann, so sind wir. Im Gegenteil, Fatima sagt immer, das wissen wir sowieso schon längst. Das ist in der Apokalypse ganz klar geschrieben. Aber die Lösung ist gegeben. Und die Lösung ist dieses große Licht, das unbefleckte Herz Mariens. Dritte, das ist sicher das Allergrößte, die zentrale Botschaft. Und auch, dass die Mutter Gottes zum ersten Mal in der Geschichte, so viel ich es weiß, ihr Herz zeigt, wie das Herz Jesu ihr sein Herz gezeigt hat, der heiligen Margarita Maria, fast 300 Jahre zuvor. Dann dritte große Botschaft von Fatima, wenn ich so sagen kann, die große Blume, die wir pflücken müssen, das ist, dass die Mutter Gottes uns tiefen Einblick bringt in das allerheiligste Altarsakrament, in die heilige Eucharistie. Sie bringt die heilige Eucharistie, insbesondere die heilige Kommunion als Sühnekommunion, ins Zentrum der Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen. Sie lässt den Engel erscheinen, der den Kindern eine mystische Kommunion gibt. Und diese ganze Erscheinung mit allem drum und dran, wie die Kinder zu Boden fallen und dann wie der Engel ihnen die heilige Kommunion reicht und die Kinder dadurch mit einer solchen Liebe Gottes erfüllt werden. Und dann später wird dieser Kelch mit der Hostie wieder sichtbar in der allerletzten großen Offenbarung von Fatima, nämlich das ist nicht mehr in Fatima, sondern in Tui am 13. Juni 1929, als Schwester Lucia diese grandiose Vision der heiligsten Dreifaltigkeit hat, die Sie hoffentlich sicher gut kennen. Ich glaube, die Kirche in Hagstedt in Norddeutschland, die hat es sogar als Altarbild. Und wir haben das auch gemacht als großer Altaraufbau unserer Kirche in Iloilo, im Noviziat des heiligen Bernhard, für unsere Brüder aus Asien. Und im Cayo-Bega-Länder im Mai ist genau dieses Bild unserer neuen Kirche dort in Philippinen, genau mit dieser Vision der heiligsten Dreifaltigkeit. Und in dieser Vision der heiligsten Dreifaltigkeit sieht man den Heiland gekreuzigt und sein Blut aus seinem Haupt und seinem Herzen fließt über eine Hostie in den Kelch und vom Kelch weiter. Das ist so wunderbar. Ich kann jetzt darüber nicht sprechen, weil das ist schon Voraussetzung. Wenn Sie mehr wissen wollen, empfehle ich Ihnen meine beiden Bücher über Fatima. Das erste Buch erklärt Ihnen ganz, ganz einfach die Erscheinungen selbst von der ersten Engelserscheinung bis zum 13. Oktober mit einem Kommentar. Das zweite Buch, das ist dann eben das, was nachher kommt, das Leben der Visionäre, des Francesco, der heiligen Jacinta und der Lucia und anschließend eben, was die Lucia als Offenbarung vom Himmel bekommen hat, als die Mutter Gottes hier von neuem erschienen ist, so wie sie es übrigens vorhergesagt hat, am 13. Juli 1917, ich werde wiederkommen. Und das erste Mal kam sie nach Pontevedra am 10. Dezember 1925, da war die Lucia Postulantin, und gibt ihr die Andacht zum unbefleckten Herzen, was daraus die besteht. Und dann wieder, wo sie bereits Ordensschwester ist, in Tui, in Spanien, und das ist die letzte große Erscheinung, dessen, was man Zyklus von Fatima nennen kann.
wo die Mutter Gottes eben die Lucia auffordert, jetzt ist die Zeit gekommen, dass der Papst zusammen mit allen Bischöfen Russland meinem unbefleckten Herzen weiht. Und zu dieser Botschaft von 1929 schenkt der Himmel der Lucia die Vision der Dreifaltigkeit. So ist es. Nun, der vierte Punkt, den wir gesehen haben, das ist, dass in Fatima die Mutter Gottes uns auf eine ganz, wenn ich so sage, kindliche, aber so tiefe und einfache Weise uns wieder hineinführt in das, was das Wesentliche ist in unserem Leben, nämlich die Liebe Gottes und die Liebe des Nächsten. Die Liebe Gottes, Francesco, Gott trösten. Gott trösten, Gott Freude bereiten, Gott einen Platz, dem Heiland einen Platz in unserem Herzen bereiten, wenn alle Herzen sich ihm verschließen. Den Heiland anerkennen in unserer Familie, wenn alle Familien eben nichts von Gott mehr wissen wollen. Den Heiland eben anerkennen wollen als den König dort überall, wo die Menschen nichts mehr von ihm wissen wollen. Eben um ihn zu trösten, um ihm Freude zu bereiten. Dieser Trost Gottes, dieser Trost, den der Heiland freudig annimmt. Genauso wie ja die Mutter Gottes eben die Trösterin ist, die mitleidende Mutter Gottes, unsere liebe Frau vom Mitleiden. Weil wenn die Mutter Gottes unter dem Kreuze steht und in ihrer Compassio, in ihrem Mitleiden alles miterlebt, gibt sie dem Heiland den allergrößten Trost. Und wir gehen genauso in diesen Geist des unbefleckten Herzens ein, das ja den größten Trost seinem Sohn gibt durch ihre Treue, durch ihre Liebe, durch ihr unverbrüchliches Stehen mit tiefstem Glauben und Hoffnung unter dem Kreuz im Augenblick, wo alle bereits ihren Glauben und Hoffnung verloren haben. Sehen Sie. Und dann der andere Aspekt, die Nächstenliebe, Jacinta, die eben nur überall herumsucht, was sie noch tun kann, um ihre armen Sünder, ihre Kindlein, ihre armen Sünder irgendwie aus diesem Schlund, aus diesem Marathonrennen auf dem breiten Weg hin zum Abgrund zu entreißen und sie dem Heiland durch die Mutter Gottes zum Himmel zu führen. Und die Mutter Gottes sieht es noch bestätigt, betet und opfert, weil so viele Menschen in die Hölle gehen, weil es niemanden gibt, der für sie betet und opfert. Dieser Geist der Nächstenliebe, das heißt, ich will dem Nächsten was Gutes tun und ich will ihm nicht nur eine Zigarette geben und ich will ihm nicht nur ein bisschen was zu essen geben und ich will ihm nicht nur ein Häuschen geben und den armen Syrern eben ein Asyl, sondern ich will viel mehr geben. Ich will denen das ewige Leben geben, eine Freude ohne Ende, und die gibt's nicht auf dieser Welt. Mit anderen Worten, die wahre Nächstenliebe ist nicht das, was die Modernisten oder die ganzen Clubs da, wie die Lions Club und der Rotary und sie immer verzapfen, und wenn sie sagen, einfach den anderen Gutes tun, mit den anderen eben für ein besseres Leben da, das sind die Werke der Barmherzigkeit, wie jeder Katholik aus dem Katechismus weiß. Aber das ist nicht die Nächstenliebe als solche, sondern eine Frucht der Nächstenliebe, eine Anwendung der Nächstenliebe. Die Nächstenliebe selber ist, dass ich darauf aus bin, diesen meinen Nächsten glücklich zu machen und ewig glücklich zu machen, mit anderen Worten, ihn der Hölle zu entreißen und dem Himmel zuzuführen. Und das ist ja dann, genau das ist das, was ein Monat später der heilige Maximilian Kolbe als Militia Immaculata in Rom gründen darf. Eben diese Militia, diese Ritterschaft der Unbefleckten, diese kleine Armee, die eben nun auf diesen Anruf der Mutter Gottes in Fatima antwortet, obwohl Maximilian Kolbe von Fatima in dem Augenblick nichts gewusst hat. Aber die Mutter Gottes wusste es, und die ist dieselbe da und dort nicht. Es gibt keine zwei. Und in dem Augenblick wird er da inspiriert, eben die Armee zu gründen, derer, die der Mutter Gottes helfen wollen, auf ihren Anruf, hilf mir, die Seelen zu retten. Hilf mir, meine armen, verlorenen Kinder, irgendwie in der Welt herumgehen und nicht wissen, warum sie da sind und sich verlieren im Sumpf dieser Sünde und der Nacht, der Dunkelheit, des Irrtums, hilf mir, sie herauszuziehen. So, das ist im Großen gesagt in Fatima geschenkt worden. In der Militia Immaculata im Detail erklärt und angewendet für das ganze konkrete Leben. Und vielleicht noch der fünfte, das haben wir in der Predigt heute Morgen gesagt, der fünfte Punkt ist eben der Gedanke der Wiedergutmachung. So, und jetzt diese Früchte von Fatima. Und wenn einmal der Himmel auf Erden erscheint, nun haben wir gesehen, wir haben jetzt das betrachtet, was geschieht in Fatima. Was diese wunderbaren, wenn ich so sagen kann, die Lehre unserer Mutter Gottes, unserer lieben Mutter, die genau da anhängt und genau da Antwort gibt, wo die heutige Zeit die Frage stellt, genau dort die Lösung gibt des Problems, die unsere Zeit bedrängt.
die sogar im Voraus die ganze Krise der Kirche voraussieht und genau sieht, dass das genau, was durch den Modernismus zerstört werden wird, möchte sie ihn von vornherein in Fatima als Geschenk wiedergeben. Das heißt, mit anderen Worten, wenn einer eben dieser neuen Weltordnung gebeugt hat und ihr nachgerannt ist, kommt die Mutter Gottes in Fatima und zeigt dir den wahren Weg. Wie der Heiland ja sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Nun schauen wir einmal ein bisschen weiter. Was sind die Früchte Fatimas? Wenn schon die Botschaft Fatimas ist so ungeheuerlich, alles umfassend, nicht nur alle geistlichen Wirklichkeiten, sondern auch alle Bereiche unseres menschlichen Lebens, persönlich, sozial, staatlich, politisch, wirtschaftlich, wenn Sie so wollen, und natürlich insbesondere religiös. Alles sie umfasst in Fatima. Ist wunderbar. Nun, die allererste Frucht Fatimas, die Frucht, wenn der Himmel auf der Erde schreit, ist immer Bekehrung, Heiligung und sogar Heiligkeit. Und deshalb dürfen wir als erste Frucht eben von Fatima diese Heiligkeit der Seher selbst betrachten. Wissen Sie, das ist etwas Einmaliges. Schauen Sie mal, was da geschieht. Wer ist Jacinta, Francesco und Lucia? Was sind das für Kinder? Die Beschreibung, die wir wissen von ihnen 1916, bevor der Engel ihnen erschienen ist, die konnten noch nicht einmal ihr Morgengebet und Abendgebet, die wussten gerade so, sei Vater unser und gegrüßet seist du Maria zu beten. Diese Kinder waren die einfachsten, gewöhnlichen Kinder, ohne dass sie in irgendeiner Weise aus der Masse rausragten, dass sie irgendwelche besonders gescheit waren oder besonders begabt und eine besondere religiöse Sensibilität hatten. Nichts davon. Die Kinder waren ganz einfach Kinder, die liebten zu spielen und nicht gerne beten wollten, wie jedes Kind, nicht? Kennen Sie die Geschichte vom Rosenkranz? Betet den Rosenkranz, wenn er die Schafe hütet, nicht? Betet den Rosenkranz in 3 Minuten oder 5 Minuten, weil sie einfach den Rosenkranz beteten und nur die ersten 2 Worte sagten. Ich meine, das ist nicht unbedingt das Zeichen großer Heiligkeit. Hast du den Rosenkranz gebetet? Ja. Wie lang ging es? 3 Minuten? Wie hast du ihn gebetet? Ich glaube an Gott, Vater unser, gegrüßet sei so, gegrüßet sei so, gegrüßet sei, Ehre sei. Ich glaube, Vater unser, gegrüßet sei so, dann ist es fertig. Ich meine, das war sicher nichts Besonderes als Gebet. Und wir wissen, das sind zwar kleine Kinder, die natürlich mit Sicherheit nicht groß sündigen konnten, aber wenn wir von der Lucia hören, was die Jacinta für eine war, die im Zentrum stand des ganzen Dorfes, der ihr Lieblingssport war, zu tanzen, dass es darum gewirbelt hat. Die hat die ganzen Kinder angesteckt und ist mit denen durch das Dorf gerannt und hat mit denen getanzt und gespielt und Musik gemacht. Das ist jemand, der also das sprühende Leben, nicht wahr? Die Jacinta, die hätte die Anlage gehabt, eine Madonna oder eine Opernsängerin oder eine Rocksängerin zu werden in der neuen Zeit. Die hatte schon Feuer in sich. Und wie viele haben Feuer in sich und wohin geht's? Also insofern waren diese Kinder ja noch gar nicht mal prädestiniert, dass sie jetzt irgendwie besonders fromm waren. Genauso das Haus. Die Eltern von Francisco und Jacinta waren sicher sehr gut. Das war ganz fromm, aber bei der Lucia ging so fromm nicht her. Der Vater der Lucia, der hatte Probleme mit der Freimaurerei. Wenn man gehört hat, der hat auch Probleme mit gewissen moralischen Dingen, mit Alkohol und so weiter und so fort. Das war nicht alles Besondere. Obwohl es eine katholische Familie war, da gibt es keine Frage. Aber sehen Sie, es ist auch so, zum Beispiel die Ehrbarkeit dieser Familie, das ist ganz klar, die ist da, das sieht man besonders, wenn die Lucia zum Pfarrer zitiert wird, nach der ersten Erscheinung, ihre Mutter will ja auf jeden Fall sagen, du hast gelogen. Lügen, nicht wahr? Anlügen, jemanden anlügen, das wird von diesen Leuten wirklich als eine Zerstörung der Ordnung bezeichnet, die wird also schwer bestraft. Andere Dinge werden wahrscheinlich nicht so schwer bestraft, aber das ist sicher wichtig in diesen kleinen portugiesischen Dörfchen. Und jetzt werden diese Kinder, schauen Sie, es ist 1916, und jetzt erscheint ihnen der Engel. Kleine Kinder, die Jacinta ist 6 Jahre alt, der Francisco 9. Jetzt gucken Sie sich mal Kinder mit 6, 8, 9 Jahren an, was die im Kopf haben, wie die leben. Und wenn die Jacinta ist 9 Jahre alt, genau 3 Jahre später, der Francisco ist 11, da sterben beide, und die Lucia 12, die wird dann anschließend noch viel älter werden, weil sie dazu bestimmt wird von der Mutter Gottes. Aber diese beiden Kinder, innerhalb 3 Jahren haben die eine Höhe von Heiligkeit erreicht. So etwas kann man suchen in der Welt. Und denkt daran, kleine Kinder.
Denn sehen Sie, man könnte sagen, ja, das ist klar, wenn ich die Mutter Gottes gesehen hätte, dann hätte es mir auch so gegangen. Das ist übrigens nicht immer so. Kurz vorher ist die Mutter Gottes Melanie Maximin erschienen und der Maximin ist dadurch ganz und gar kein Heiliger geworden. Das gibt es nämlich auch. Insofern ist natürlich nicht ein Automatismus. Da müssen wir auch sehen, diese kleinen Kinder, natürlich war das faszinierend, die Mutter Gottes zu sehen. Aber für Kinder, kleine Kinder, das ist ganz klar, ein kleines Kind, das erlebt was ganz groß, aber dann vergisst es auch wieder schnell. Das ist übrigens auch geschehen, wissen Sie, bei der Engelserscheinung. Der Engel, der hat den Kindern, das war ein Eingreifen vom Himmel, die Kinder konnten fast nicht sprechen, die wussten nicht mehr, wer sie sind, die ersten zwei Tage. Aber dann nachher flachte das ab, sodass der Engel, wenn er zum Zweiten kommt, die Kinder sogar ziemlich aufweckt und sagt, die sitzen am Brunnen und spielen im Sommer. Was tut ihr da? Betet, betet viel. Die Kinder wachen auf, sie haben es sicher nicht ganz vergessen, aber dieser erste Eindruck, gewaltige Eindruck der Engelserscheinung, der ist dann verblasst, wie es üblich ist. Und so könnten wir sagen eben, das, was diese Kinder mitgemacht haben, da müssen sie nämlich sehen. Denn wenn sie eine schöne Vision haben, wenn sie plötzlich die Mutter Gottes sehen, das ist es wunderbar, aber das ändert uns ja noch nicht in sich. Wenn die Kinder dann plötzlich auf einmal angegriffen werden, wenn die Lucia dauernd von ihren Ängsten, von einer eigenen Familie, ununterbrochen, sie war das Kleinste, sie war die Jüngste, sie war der Benjamin, nicht? Oder die Benjamina, oder wie man die heißt, nicht? Und so. Die war das verhätschelte Kind von der ganzen Familie und dann würden sie von einem Tag zum anderen das schwarze Schaf. Was die nur über sie gesprochen haben. Sie müssen mal lesen, wie das losgeht, wie die Mutter die Lucia bedroht hat, geschlagen hat, dass sie jetzt endlich mal zugeben konnte, dass sie gelügt hat. Da war die Liebe, natürlich die Mutter hat es aus Liebe getan, aber so ein Kind mit 10 Jahren, das von nach der Liebe der Eltern sich sehnt und sich darauf freut, plötzlich von der Mutter Gottes, von der eigenen Mutter nur schief angesehen zu werden, als Lügnerin, als Schande für die Familie. Und die ganzen Schwestern und Brüder sich über sie lustig machen, na, die Seherin, die Heilige und so. Das ist furchtbar. Sowas muss man mal mitgemacht haben. Und die Lucia hatte die Versuchung. Vom 13. Juli, glaube ich, da wollte sie aufgeben. Da hat sie gesagt, ich gehe nicht mehr hin, ich schaffe das nicht. Dann hat sie durch eine übernatürliche Kraft, ist sie dann doch hingegangen. Und dann hat sie es bereut, weil sie eben unter dieser dauernden Pression eben gelebt hat. So ist es nicht einfach, da heilig zu werden, wenn man plötzlich Mutter Gottes sieht. Das ist eher ein bisschen für solche Kinder, für solche kleinen Kinder. Ja, und dann die ganzen Verhöre. Und denken Sie mal, das Gefängnis, wo man ihnen droht, ins Fass mit brennendem Öl geworfen zu werden, wo man mit dem Tod droht. Die Kinder nehmen diese Drohungen dieser ganzen Wächter oder dieser ganzen Leute Wort für Wort. Das ist ein Terror, nicht? Die Kinder werden getötet, fern von den Eltern. Dann kommt später nach den Erscheinungen die spanische Grippe. Wo die Kinder tatsächlich diese spanische Grippe, wenn sie was trinken, dann ist es wie Feuer in sich. Das ist was Furchtbares. An dieser Grippe sterben die beiden. Man will die Jacinta retten. Francesco hatte das Glück, bei sich zu Hause sterben zu können. Jacinta wird, um gerettet zu werden, ins Spital von Santarém und endlich nach Lissabon gebracht und stirbt ganz allein. Ein Kind mit 9 Jahren. Ganz allein, fern von Eltern, von der Familie. Das ist für ein kleines Kind, das herzig ihre Eltern liebt, eine furchtbare Tortur. Ja, und das opfern die alle ohne weiteres aus. Und jedes Mal, da ist keine Revolution, da ist keine Sünde, da ist nicht kein Bocken, da ist nicht, dass man einmal das Gesicht macht und jetzt sagt, das habe ich genug. Nicht ein einziges Mal. Sondern immer, immer, ja, so Herz ist es, mit vielen Tränen, mit furchtbarem Schmerz, ja, aber für dich, Mutter Gottes, für dich, für dich, für dich. Ich meine, das ist einmalig. Das kommt nicht einfach aus der Kraft der Kinder, weil Kinder ja an sich selber keine Kraft haben. Das sind ganz kleine Kinder. Da sieht man die Macht des unbefleckten Herzens. Was haben die Kinder getan? Sie haben einfach wortwörtlich als Kinder, eben insofern sie Kinder waren, genau das getan, was die Mutter Gottes von ihnen verlangt hat.
Die hat als Kinder, dass sie kleine Kinder waren, hat sie nicht von denen verlangt, dass sie Universitätsprofessor werden oder weiß ich was für große Dinge machten. Die Mutter Gottes hat ihnen sogar verboten, gewisse Bußwerkzeuge zu benutzen. So weit ging's. Das ist sehr interessant. Sie hat den Kindern nur gesagt, betet und opfert. Die Kinder, als sie so schwer krank waren, die konnten den Rosenkranz da nicht mehr beten, weil sie zu schwach waren. Aber wie viele Stoßgebete hat die Jacinta gebetet? Die kann man nicht mehr zusammenzählen. Ja, die Jacinta in ihrem Leiden, in dieses kleinen Kindes, diese Leiden eines Kindes, die so heroisch getragen worden sind, hat diese Jacinta eben der Mutter Gottes den Wunsch erfüllt und gemäß der Seligsprechungsnote vom Kardinal von Lissabon hat tatsächlich die Jacinta, war eine der größten Missionare, wie eine Theresia von Kinder Jesu vorher, hat diese Jacinta in dieser kurzen Zeit eben mehr Seelen dem Herrn zugefügt, als weiß ich wie viele Missionare auf der ganzen Welt zusammengenommen. Und das muss man eben sehen, das ist ein Wunder der Mutter Gottes, das ist die Kraft des unbefleckten Herzens und nicht eben die weiß ich was volle des Genie dieser Kinder, weil da gibt es kein Genie. Der Francisco war ein etwas phlegmatischer Bub, der sicher seine Dinge gemacht hat, aber der von der Natur aus gesehen war der nicht prädestiniert, ein großer Missionar zu werden. Und die Jacinta, wie wir schon gesagt haben, und so weiter. Wenn Sie ein bisschen mehr darüber wollen, das ist das zweite Buch über Fatima, wo ich versuche eben kurz diesen Weg der Kinder zur Heiligkeit zu beschreiben. Als ein einziges herrliches Wunder. Denn was den Kindern passiert ist, schaut, warum hat die Mutter Gottes drei kleine Kinder erwählt? Weil sie sieht, versteht, der Heiland sagt, wenn ihr nicht werdet, wir die Kinder. Dieses Kindliche, dieses Kindsein vor der Mutter, das ist es doch. Nicht? Sonst hätte sie ja drei Omas erwählen können, die ja schon Erfahrung hatten im Gebeten und Hunderttausende von Rosenkränzen hinter sich hatten. Drei kleine Kinder, die noch nicht einmal das Morgengebet richtig kannten. Und so, aber dann auch die Macht aus nichts, aus reiner Nichts, nur wenn man gut disponiert ist und genau das macht, was sie tut und das versucht, bringt die Mutter Gottes in Windeseile in kürzester Zeit einen zur Heiligkeit oder wenigstens zu einem starken, frommen, katholischen Leben. Das ist das Beispiel. Und anschließend, seit diesem Zeitpunkt, haben so viele Menschen die Kinder nachgeahmt, in diesem Sinn, dass jung und alt versucht haben, eben das Wort der Mutter Gottes ernst zu nehmen. Und da hat sich das, was die Mutter Gottes eben versprochen hat, eben in die Tat umgesetzt. Es sind sicher Millionen und Abermillionen, nicht, die sich bekehrten und die sich heiligten. Nach dem 13. Oktober, sehen Sie, das ist ganz klar. Am 13. Oktober, habe ich Ihnen gestern kurz gesagt, das Wort soll ein Wunder, da befinden sich eine Masse von Ungläubigen, die Reporter von den ganzen liberalen Zeitungen. Der Minister, der Innenminister, der ein Hochgrad-Freimaurer ist, ein paar Priester inkognito, natürlich, das waren keine Freimaurer, aber die waren alle zweifeln, was da läuft. Aber dann so viele Leute, die einfach nur aus Lust an Faszination, ja, da soll die Mutter Gottes kommen, ich will auch mal das sehen, so ungefähr. Gucken sich da an. Man weiß nicht, ob es die Hälfte der Leute war, die wirklich gläubig dahin gekommen sind, daran geglaubt haben und sich im Geiste vorbereitet haben. Die Hälfte, das weiß man nicht. Aber eine ganz große Zahl waren diejenigen, die alles andere erwarteten als dieses Wunder. Und natürlich eben nur darauf aus waren, eben jetzt die Kirche und die Mutter Gottes eben herunterzumachen und in die Lächerlichkeit zu ziehen. Das ist ganz klar. Es gibt so viele Zeugenaussagen von solchen Ex-Freimaurern, die das nachher bestätigen. Ich kam da nur hin, nur aus diesem einzigen Grund. Und dann kommt das von Wunder. Das Sondenwunder, das keiner leugnen kann, weder der Innenminister noch der Reporter der größten Zeitung von Portugal, O Século. Und da schreibt es dann auch hin. Wir haben die Zeitung, nicht die Zeitung, auf der ersten Seite wird das Wunder von Fatima mit Bildern gezeigt. Ja, und das macht natürlich Fatima in den nächsten Tagen in ganz Portugal bekannt, ist ja ganz klar. Nun, die Wirkung der vielen Bekehrungen, der schon in Fatima Anwesenden am 13. Oktober ist schon eine herrliche Sache. Wie viele Tausende das waren, das weiß nur der Himmel, aber es waren sicher sehr viele. Aber dann anschließend, schauen Sie, die Menschen sind dann mit Mutter Gottes in Kontakt gekommen.
über diese ganzen 100 Jahre hin, wie viele Menschen wurden in Fatima und durch Fatima und durch die Botschaft von Fatima, die sie vielleicht nur gehört haben oder eine Fatima Mutter Gottes gesehen haben, bekehrt auf der ganzen Welt. Das kann man nicht einmal zusammenzählen, ist ganz klar. Wir kennen einige ganz konkrete Beispiele, wo einer wirklich Zeugnis gibt, was mit ihm passiert ist, wie die Mutter Gottes von Fatima ihn bekehrt hat und zu einem ganz großen, wenn ich sagen, Apostel gemacht hat, wie ein zum Beispiel der Journalist John Heffert, der eben von der Mutter Gottes bekehrt und der Mitgründer der Blauen Armee unserer lieben Frau von Fatima wurde. Solche Ereignisse gibt es ganz klar und solche Aussagen. Aber das genügt uns nicht. Wir wissen natürlich nicht, was eben im Herzen der Menschen geschieht. Die allerwichtigsten Gnaden, die die Mutter Gottes in Fatima gegeben hat und weiterhin gibt, sind unsichtbar, weil sie unsere Seele betreffen. Aber das ist nicht ganz Fatima, das ist noch nicht alles. Wir sind deshalb darum gebunden, uns auf die sichtbaren, abgesicherten und anerkannten Wunder zu beschränken. Und die will ich Ihnen jetzt kurz erzählen. Und die kommen direkt vom unbefleckten Herzen, durch die Erscheinungen von Fatima, die da vollbracht werden. Und das erste große Wunder, und jetzt gehen wir in diese Zeit, 100 Jahre danach oder 101 Jahre danach. 101 Jahre danach, Fatima, möchte ich Ihnen das aufteilen in zwei Teile. Und das sieht man ganz, ganz eindeutig. 50 und 50. Die erste Zeit nach Fatima, das ist 1917, bis, ich würde sagen, genauer gesagt 1960. Es geht aber ein bisschen noch weiter. Das kommt darauf an, in welchem Land und in welchen Regionen und bei welchen Menschen. Und der zweite Teil, das würde dann sein 1960 bis heute. 101 Jahre danach. Man kann ganz einfach Fatima in diese zwei Teile aufteilen. Jetzt besuchen wir einmal den ersten Teil. Was geschieht? 1917 befinden wir uns in einem Land. Fatima ist in Portugal. Wie sieht Portugal aus? In Portugal, da sehen wir, das ist ein kleines Land, das ist katholisch und es war immer katholisch. Der Christophorus Kolumbus und die ganzen portugiesischen Missionare oder die Konquistadoren, die Welt umreist haben, Magellan und wie die alle heißen und so weiter und so fort. Nein, meine lieben Freunde, Portugal ist schon seit mehr als 150 Jahren voll in der Hand der Freimaurer. Es ist im 20. Jahrhundert wirtschaftlich ruiniert und im Zustand der Anarchie. 1910 haben die Freimaurer eine Revolution inszeniert und in dieser Revolution haben sie die ganzen Gesetze antichristlich durchgebracht. Scheidung, Trennung von Kirche und Staat, Verfolgung von Klerus, Kirchen und Klöster geschlossen, in großer Teil, die Mehrheit der Bischöfe aus Portugal verbannt, viele Priester verfolgt, viele getötet. Der große Kanoniker Barthas schreibt, die freimaurerische Pietätlosigkeit zog ihren Vorteil aus dem Chaos, um Irrlehren in die Massen zu säen. Die Religionsfreiheit wurde durch zahlreiche Einschränkungen gehindert. Das Apostolat wurde fast unmöglich. Die religiösen Orden wurden unterdrückt und lahmgelegt. Mehr und mehr leerten sich die Seminare und der Klerus, verarmt und durch die restriktive Gesetze angekettet, wurde so weit reduziert, dass ein wahres religiöses Leben nicht aufrechtzuerhalten war. Die katholische Presse wurde auf wenige Wochenzeitungen in den Provinzen reduziert, ohne ernsthaften Einfluss auf die Massen. Die Zeiten waren böse, die Zukunft sah noch düsterer aus. Jahr 1917, wie wir ja wissen, ist das Jahr der Oktoberrevolution in Russland. Es ist das Jahr der 200 Jahre der Freimaurerei, die besonders in Rom gefeiert wird. Darüber haben wir letztes Jahr gesprochen. Ich will da jetzt nicht darauf zurückkommen. In der Welt sieht es ganz böse aus, so könnte man sagen. Das apokalyptische Tier ist dabei, eben die ganze Welt zu beherrschen. Alle Völker, wie die Heilige Schrift sagt, Nationen, Sprachen zu unterwerfen und eben der Ideologie des Antichristen, nämlich des Teufels, zu unterwerfen. Das ist ganz wichtig zu sehen. Und jetzt noch einmal zurück zu Fatima. Am 13. Oktober, wo in Fatima in Portugal die Situation so schlimm aussieht, kommt dieses Sonnenwunder. Am 14. Oktober werden
Kommunalwahlen gehalten in der Gegend. Es ist zum ersten Mal seit 150 Jahren die erste Reaktion, haben die Freimaurer diese Kommunalwahlen verloren. Das ist mal das Erste. Und aus Rache zogen sie nach Fatima und haben alles niedergerissen, was dort aufgebaut worden ist. Es war noch viel aufgebaut, es waren so kleine Gebetsstätten und so, aber noch keine Kapelle, nichts. Aber eben, dass es die Gläubigen dort gelassen haben. Es ist sehr interessant, das zu sehen. Nämlich, wenn man das sieht, wie die sich wütend auf die Mutter Gottes stürzen, weil sie sehen, dieser Verlust oder diese Niederlage kommt nur von dieser Frau, da von Fatima und von diesen Leuten. Ja. Und nun kommt das erste große Licht. Wir kommen ins Jahre 1917, am 8. Dezember. Zum allerersten Mal seit so vielen Jahren kommt ein Sturz, ein Putsch, und der Staatsminister Sidonio Paes, Staatsstreich am 8. Dezember, Patrozinium von Portugal, erhält er den Sieg über die Revolutionäre, über die Freimaurer und beginnt zum ersten Mal wieder eine katholische Regierung. Das geht ungefähr ein Jahr und dann wird er ermordet. Und dann kommen die ganzen Anarchisten, Freimaurer wieder zurück, noch einmal für 7, 8 Jahre. Trotzdem, dank der Wallfahrten in Fatima, und gerade nur in Fatima und nichts anderes, brachten riesige Menschenmengen nach Fatima. Wissen Sie, Fatima war eigentlich die ersten Jahre nur in Portugal bekannt. Es ging nicht über die Grenzen. Vielleicht ein bisschen nach Spanien, so bis 1925, 26. Und so. Aber die portugiesische Nation hat sich aufgerichtet mit Fatima. Die Leute kamen nach Fatima, die in Fatima Gebete wurden gebetet, die Statuen der Mutter Gottes wurden gemacht. Und die Katholiken haben ihre Selbstsicherheit und ihren Mut wieder gefunden. Und jetzt kommt die Geschichte der Gedenkstätte, wenn ich so sagen kann, der Andachtsstätte in Fatima, des Heiligtums. Die Mutter Gottes wollte ja da, dass da eine Kapelle gebaut wurde. Und tatsächlich, im Jahre 1920 wurde in der Cova da Iria die Capellinha, die Sie heute noch sehen, unter diesem komischen Dach da, die wurde dort gebaut, 1920. Weil die Mutter Gottes gesagt hat, am 13. Oktober, ich möchte euch sagen, dass hier mir zu Ehren eine Kapelle gebaut werden soll. Und dann einen Monat später wurde die erste Statue unserer lieben Frau von Fatima am Ort der Erscheinungen aufgestellt. Es ist dieselbe, die es heute noch gibt. Und nun wurde im selben Monat, am 13. Mai, vom freimaurischen Innenminister ein Heer aus Infanterie und Kavallerie der republikanischen Garde gesandt, um die Kapelle in Fatima zu entweihen, die Statue unserer lieben Frau zu zerstören und die Menge der Pilger aufzulösen. Und da waren es aber so viele Pilger, dass diese Kavallerie nicht durchkam. Und da mussten sie wieder abziehen. Die Pilger wurden, wissen Sie, die Portugiesen, die haben heißes Blut, die wurden relativ energisch, wenn sie sahen, also dass man ihrer Madonna, ihrer Mutter Gottes, unserer lieben Frau von Fatima etwas antun sollte. Jedenfalls mussten die wieder unverdingt abziehen. Aber gerecht haben sie sich doch. Am 6. März 1922 wurde die Capellinha gesprengt. Man hat diese Bilder, nicht in einem richtigen Attentat, und eine Bombe wurde auch an das Bäumchen gelegt, wo die Mutter Gottes erschienen ist, aber die Bombe ist nicht explodiert. Und das war natürlich für ganz Portugal eine Schrei der Entrüstung. Die Gegner, die haben gedacht, dass sie auf diese Art und Weise endlich mit Fatima Schluss machen, durch Bedrohungen, durch Mordanschläge und solche Dinge. Wo ja natürlich, wenn da Leute sind, die Leute werden ja alle umgekommen, das macht denen nichts. Und die ganze Bevölkerung hat sich gerade ins Gegenteil gewandt. Noch nie hatte man eine solche Zahl von Pilgern zur Sühne für eine solche Entweihung gesehen. Die Zeitung Voz de Fatima begann an diesem Jahr 1922, Klöster werden gebaut und die Zahl der Pilger hat sich verdreifacht. Und endlich 1926 ein Militäraufstand und seither ist dann bis nach dem zweiten Vatikanischen Konzil, die Freimaurer wurden verbannt. Und Portugal wurde ein katholischer Staat unter dem berühmten Präsidenten Salazar, Professor Antonio Salazar, der das Land zu regieren beginnt und als erstes eben dabei ist bei der Grundsteinlegung am 13. Mai 1928 der großen Basilika von Fatima. Nicht? Und dann eben kommt
die portugiesischen Bischöfe, die ganzen Pilger, alles kommt nach Fatima oder Mutter Gottes zu danken. Und nun kommt das große Wunder. Portugal wird jetzt erstmal eben zu einer Ausstellung dessen, was die Mutter Gottes nun tun kann. Nicht nur in einer Seele, wie zum Beispiel bei den Kindern von Fatima, sondern in einem ganzen Land. Nicht? Kardinal Cerejero, der Patriarch von Lissabon, der Chef der katholischen Kirche, wenn man so sagen kann, in Portugal, spricht von einem dreifachen Wunder. Dreifache Wunder in Portugal. Das erste Wunder war da, das ist ein größeres Wunder, wie er sagt, als die Auferstehung von den Toten, nämlich das eröffnet ihm selber die Augen von Fatima, das sind die unsagbar vielen Bekehrungen. Die Seminare schwüllten sich in erstaunlich schnellen Quoten. Stellen Sie, 1917 gab es in ganz Portugal noch 18 Seminare, nicht? Und im Jahre 1929 waren es schon wieder 120 Seminare, können Sie sich das vorstellen. Und im Jahr 1923 waren es 201. Unsagbar. Überall waren die Seminare eben geschlossen und dann wurden sie wieder aufgebaut. Und die Seminaristen der Seminare waren die größten Zahlen der ganzen Welt. Das größte Seminar der Welt war Braga in Portugal mit 478 Seminaristen. Da kann Seitzkofen nur träumen. Ne? Ist klar. Ein ähnliches astronomisches Wachstum kann unter den Berufungen zum religiösen Schwestern, Brüder, Ordensschwestern festgestellt werden. Dann, die Gläubigen haben sich zusammengeschart, insbesondere unter dem Namen, in Portugal hat man die Kreuzfahrer unserer lieben Frau von Fatima eben gegründet und die haben 1934 500.000 Mitglieder gehabt. So praktisch ganz Portugal wird bekehrt. Der Kardinal Cerejero 1942 sagt, es ist kaum möglich, im ganzen Land eine Handvoll Feinde der Religion zu finden. Und fuhr fort, jeder, der vor 25 Jahren seine Augen geschlossen hätte, 1917, und sie nun öffnen würde, würde Portugal nicht mehr erkennen. So groß ist die Umwandlung, die durch den bescheidenen und unsichtbaren Faktor der Erscheinung unserer lieben Frau von Fatima gewirkt worden ist. Wirklich, unsere liebe Frau möchte Portugal retten. Nicht? Das ist diese Erneuerung des christlichen Lebens in Windeseile, sodass ein Land, das am Abgrund lebt, wo das religiöse Leben im Argen lebt, keine Berufungen mehr, keine religiösen Schriften mehr, innerhalb von kürzester Zeit wieder auflädt und zum katholischsten Land der ganzen Welt wird. Es ist unglaublich, es ist ein richtiges Wunder. Ein Wunder der gesellschaftlichen, politischen Erneuerung. Die Mutter Gottes hat nicht nur einfach jetzt auf die Seelen und auf den religiösen Bereich einwirken wollen, sondern eben auch, sie möchte Portugal wieder zum christlichen Land machen, nicht? Wo das gesellschaftliche und politische Leben durch den Dienst der Kirche vollkommen vom Licht des Glaubens und der Kraft der göttlichen Gnade durchdrungen ist. Und hier war das Werkzeug ein Präsident, der katholische Präsident Antonio Salazar, der eben Portugal wieder aufgebaut hat im katholischen Sinn, im Sinn der katholischen mittelalterlichen Christenheit. Das Christentum, das heißt eben die christlichen Werte in die ganzen Bereiche der Gesellschaft überall hin wieder eben hineindringen zu lassen. Mit anderen Worten, dass überall von Kunst und Wissenschaft und Kultur und Erziehung und Gesundheitswesen, Politik, alles durch die 10 Gebote und durch das Gesetz der Liebe eben durchdrungen wird, nicht? 1935 wurde die Freimaurerei aufgelöst. Der Kommunismus wurde als widerlich und widernatürlich dargestellt. So, und dann hat man eben gesehen, dass Salazar hat eine kooperative Politik geführt, wo er eben die Kleinen und Armen mit einbeziehen wollte, eben um sie nicht zu einem großen Reichen, sondern einem bescheidenen Leben mit harter Arbeit, aber trotzdem eben zu schützen. Und das haben die armen, viele armen Leute in Portugal ganz besonders geschätzt. Die Fischer, die ganz armen Fischer, die Fische konnten sie eben verkaufen. Die konnten diese Fische eben, ihre harte Arbeit eben als Fischer wurde eben auch belohnt und wurde nicht eben in einer falschen Politik. Es gibt zu viele Fische, also tun wir sie für nichts verkaufen und die armen Leuten verhungern. Nicht? Auch die Güter vom Land. Portugal ist sehr wüstenhaft in verschiedenen Bereichen. Hat er ganz besonders die armen Bauern gestützt.
und so weiter und so fort. Es ist ein Ideal von einem Präsidenten, von einer Politik, von einer Art von Verstehen, wie man eine katholische Politik führt, die seinesgleichen sucht, nicht? Und das dritte Wunder, das ist das Wunder des Friedens. Nun sehen Sie mal, was da mit Portugal geschehen ist. 1936 bricht der spanische Bürgerkrieg aus. Der spanische Bürgerkrieg 1936 bis 1939 dezimiert Spanien. Und es ist ganz klar, dass eben die Revolutionäre wollten die ganze Iberische Halbinsel. Warum? Es ist ganz einfach, weil Portugal einen großen Teil zur Welt hin öffnet. Das ist Spanien nicht. Portugal ist am Meer und ist strategisch unsagbar wichtig. So wollten eben die Kommunisten, die Revolutionäre, eben ihre ganze Schlagkraft ausweiten, irgendwo weiterhin auf die ganze Welt und mussten dadurch auch Portugal haben. Und es ist ihnen nicht gelungen, obwohl alles vorbereitet war und die alles versucht haben, um eben Portugal zu bekommen. Hingegen haben die Bischöfe zusammen mit den ganzen Portugiesen der Mutter Gottes versprochen, dass sie der Mutter Gottes ganz besonders Portugal weihen, ihrem unbefleckten Herzen, und alle zusammen kommen in Fatima, falls Portugal von dieser Plage des iberischen Bürgerkrieges bewahrt wird. Und tatsächlich, das sagen alle, dass Portugal nicht hineingerissen worden wurde in den spanischen Bürgerkrieg. Besonders weil gerade an den Grenzen von Spanien und Portugal die Schlachten ganz heiß waren und die Daumen versuchten, rüberzukommen, es nicht gelungen ist. Und wenn Sie die Grenzen zwischen Portugal und Spanien sehen, da ist da nichts. Da können Sie einfach rüberrennen. Das ist doch kein Problem. Wie geht es dann, dass Sie doch nicht rübergerannt sind? Das kann man menschlich nicht erklären. Es ist ein Wunder, sagen beide, Kardinal Cerejera und Professor Salazar. Und dann kommt es noch besser. Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg, der die ganze Welt und ganz Europa mit in den Schlund reißt. Und es gibt ganz klar die berühmte Operation Felix, wo die deutschen Gruppen in Portugal einmarschieren sollten. Alles war vorbereitet und bis zur heutigen Zeit weiß man nicht, warum diese Operation nicht stattgefunden hat. Es gibt keinen klaren strategischen Grund, sofern ich das wenigstens von Spezialisten gehört habe. Es gibt keine menschliche Erklärung, warum Portugal nicht eben mit eingezogen worden ist, dieser ganzen Rummel des Zweiten Weltkriegs. Ein doppeltes, die ganze Welt ist im Krieg. Und Portugal wird sowohl vom Bürgerkrieg und vom Zweiten Weltkrieg bewahrt. Das ist die Kraft der Mutter Gottes, nicht? Und alle sagen es, es ist genau das. Fatima, sagt der Bischof von Fatima, Fatima spricht nicht nur zu Portugal, sondern zur ganzen Welt. Wir glauben, dass die Erscheinungen in Fatima eine neue Ära eröffnen. Die Ära des unbefleckten Herzens Mariens. Was in Portugal geschehen ist, ist ein Wunder. Es gibt uns eine Ahnung, was das unbefleckte Herz Mariens für die Welt vorbereitet hat. Wie lange hielt das Wunder an? Bis ungefähr 1960, 62, 64, 67, bis da sieht man, Fatima ist die große Macht Portugals, wo dieses dreifache Wunder anhält. Portugal wird zu einem, wenn ich so sagen, wenn es überhaupt in Europa noch von einem guten, angenehmen, lieben, freudigen Leben sprechen kann, vielleicht eine kleine Ahnung von einem Paradies, dann war es Portugal in der Mitte dieses verlorenen, verkriegten und zerstörten, zerbombten 20. Jahrhunderts. So sehen Sie einmal hier, dass hier etwas geschieht, was man eigentlich nicht so denkt. Portugal, dieses Land, wie es vorher ausgesehen hat, und das, was die Mutter Gottes in Fatima hier wirkt, das hat eine ganz große Dimension, verstehen Sie? Das wollen wir nachher auch ein bisschen analysieren. Es gibt noch ein berühmtes Symbol dafür, und es ist das Wunder der Tauben. Was ist da passiert? Sie sehen oft bei den Muttergottesstatuen zu den Füßen der Mutter Gottes zwei Tauben oder zwei, drei Tauben. Was bedeutet das? Es ist tatsächlich eben die Mutter Gottes, also eine der ganz wichtigen Fatima-Ereignisse war nicht nur, dass die Leute nach Fatima kamen, sondern dass unsere liebe Frau von Fatima zu den Leuten kam. So hat die Fatima-Mutter Gottes schon seit den Mitte der 20er Jahre, ich glaube 1926 war diese erste Fallfahrt der Mutter Gottes durch die Lande, die erste war von Fatima nach Lissabon, und dann zieht die Mutter Gottes durch ganz Portugal immer wieder. Und bei der ersten großen Wallfahrt, die Mutter Gottes, die Leute zu Fuß bringen die Mutter Gottes von Dorf zu Dorf, von Fatima bis nach Lissabon, und dann in jedem Dorf wird die Mutter Gottes empfangen mit allen vielen Andachten und so weiter.
Und jetzt beginnt das berühmte Wunder der Tauben. Jetzt ist es der Kardinal, der Patriarch von Lissabon, sagt, es ist etwas ganz Einmaliges. Viele hunderttausende Menschen haben es gesehen, wie diese ganzen Tauben plötzlich kamen. Und alle, nicht wahr, sich unter dieser Statue versammelt haben und sind darum gewesen wie eine Ehrengarde. Und man versuchte sie wegzutun, man versuchte sie wegzuscheuchen. Sie fliegen kurz weg, kommen wieder zurück. Sie lieben es derart doch zu sein, dass weder der Lärm der großen Menschenmassen, noch die Geräusche der Musik, noch die Explosionen von Feuerwerken, noch Regen, Wind, Kälte, weder Tag noch Nacht, noch Blüten, noch Bouquets, welche in ihre Richtung geworfen werden, nicht sie dazu bringt, von dort herunterzukommen. Wenn Sie eine Taube da sehen und Sie nehmen einen Blumenstrauß und werfen der ins Gesicht, die Taube wird nicht sitzen bleiben und machen, das ist ja klar, die wird wegfliegen. Und wissen Sie, wie die Spanier und die Portugiesen das wollen, nicht? Das machen die sehr gerne. Die nehmen die ganzen Blumen, tun sie, nicht natürlich die Blumentöpfe, sondern die Blumen selber, und werfen sie sie eben der Mutter Gottes entgegen. Und die Tauben sitzen da und kriegen ganzen Blumenregen von morgens bis abends und keine bewegt sich. Man möchte sie fortscheuchen und sie kommen wieder zurück. Und besonders in Zeiten, wo normalerweise keine Taube mehr in der Gegend herumfliegt, im tiefsten Winter oder wenn es kalt ist oder wenn es regnet. Und das hat man gesehen, Hunderttausende, sie sind bei der ganzen Reise bei der Statue geblieben, von Stadt zu Stadt, zwischen dem 2. und 17. Dezember und wieder zwischen dem 21. und 24. Dezember. Dieses Wunder wiederholte sich viele Male, nicht nur in Portugal, sondern auch in vielen anderen Ländern, obwohl man oft versucht hatte, die Tauben vom Fuße der Statue zu verscheuchen. Das ist sehr, sehr interessant, das ist ein klein bisschen diese Taubengeschichte. Jetzt habe ich Ihnen eben von Portugal erzählt. Ich meine, das ist etwas, was man an sich so nicht denkt. Aber es ist, was unsere Herzen wirklich jetzt mit einer neuen Überzeugung erfüllen muss. Und diese Überzeugung möchte ich noch ein bisschen verstärken. Der große Papst in dieser Zeit war Pius XII. Pius XII. War sicher in der Geschichte der Kirche einer der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten und sicher noch die letzte Bastion der katholischen Tradition. Jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen hier, gerade Bezug mit Fatima, was Sie vielleicht eben mit Schmerz erfüllen kann. Aber Pius XII. Ist eine tragische Person. Die tragische Person beginnt mit einer ungeheuren Liebe und Größe des Papstes in der ersten Zeit. 1939 wird Pius XII. Papst, 1942 weiht er der Welt an das unbefleckte Herz Mariens, in der Mitte des Zweiten Weltkriegs. Pius XII. War immer über Fatima interessiert, weil er natürlich gesehen hat, der Tag seiner Bischofsweihe war der 13. Mai 1917. Und deshalb war er immer mit Fatima zutiefst verbunden. Hat an Fatima geglaubt, und hat dann eben dem Wunsch der Mutter Gottes durch Lucia stattgegeben, wenigstens zum Teil, und hat dann die Andacht zum unbefleckten Herzen insofern sehr verbreitet, dass er eben die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens am 31. Oktober geweiht hat. Diese Weihe hat er am 8. Dezember erneuert in Rom und in Anwesenheit von 40 Kardinälen, Hunderten von Bischöfen, dem ganzen Klerus von Rom, einer ganzen großen Menge von Pilgern. Und das war sicher eine erste offizielle Antwort, nicht wahr, der Kirche auf die Wünsche unserer lieben Frau von Fatima. Und das hat natürlich Fatima in der ganzen Welt besonders bekannt gemacht, das ist ganz klar. Und deshalb hat dieser Papst Pius XII. Die größten Verdienste, dass er das gemacht hat. Er lud die ganze Christenheit ein, sich zu dieser Weihe zu einen. Er hat sich eingeladen, hat sie nicht geführt. Es ist nicht die Weihe Russlands. Russland kommt verschleiert vor. Sie finden das Gebet im Gebetbuch. Wir beten es oft an den ersten Samstagen. Es behält seine Gültigkeit. Es ist ein ganz wunderbares Weihegebet an das unbefleckte Herz Mariens. Und so haben die Bischöfe nachher und die Bischofskonferenzen und Länder, katholische Länder, diesen Akt angewandt und eben sich dem unbefleckten Herzen geweiht, weil der Papst sie dazu eben angeleitet hat. Und von diesem Augenblick an, als der Papst sich der Botschaft des unbefleckten Herzens öffentlich geöffnet hat, geschieht etwas Wunderbares. Es ist der marianische Papst. Der marianische Papst, der eben sagt,
in seinen Radiobotschaften insbesondere, wenn er die Pilger von Fatima grüßt, er sagt, und in seiner Enzyklika Mystici Corporis ganz besonders die Rolle der Mutter Gottes herausstellt. Das ist etwas vom Allerschönsten, was je über die Mutter Gottes in der Theologie geschrieben worden ist. Nicht? Das ist etwas, was wir Priester oder die Seminaristen mit der größten Freude meditieren. Das ist der Schluss der berühmten Enzyklika Mystici Corporis über die Kirche. Das ist ganz wichtig. Dann 1946, da wird Fatima praktisch in Rom groß willkommen geheißen. Es beginnen auch diese Wallfahrten der Mutter Gottes durch ganz Italien. Und in Rom krönt der Papst die Mutter Gottes Statue, eine feierliche Krönung unserer lieben Frau. Nicht? Und dort beginnt er bereits die große Dogmatisierung, das letzte große Dogma, das je verkündet worden ist in der Kirche bisher, über die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel vorzubereiten. 1947 spricht der Louis Maria Rinnenfort heilig und die heilige Katharina Labore. Das sind nicht nur einfache Heiligsprechungen, sondern damit gibt er der Andacht, der vollkommenen Andacht an Maria, geschrieben von Rinnenfort, und dem Siegeszug der wunderbaren Medaille noch einen ganz besonderen, neuen Impuls. Es ist sehr, sehr wichtig zu sehen. 1948 schreibt der Papst, dass in dieser dunklen Nacht, die schwer auf der Welt wiegt, das am meisten ermutigende Zeichen unserer Zeit, der immer weiter wachsende Beweis bis zu den Spitzen von Heiligkeit, alles ist in den Händen des unbefleckten Herzens Mariens. 1949 verurteilt der Papst noch einmal ganz energisch den Kommunismus und die Christenverfolgungen. Er protestiert gegen die Verurteilung vom Kardinal Münchend in Ungarn. Er exkommuniziert alle sogenannten katholischen Bewegungen, zum Beispiel die Baxisten in Polen, die die Kommunisten unterstützen. Und nun kommt das große heilige Jahr 1950, der Höhepunkt vom Pontifikat Pius XII. Nie zuvor hatte das Papsttum ein solches Ansehen, eine solche moralische Autorität, solch weltweiten Einfluss genossen. Der Papst Pius XII. Richtet sich an alle Stände. Er spricht zu den Neuverheirateten, zu den Hebammen, zu den Doktoren, zu den Professoren, zu den Politikern und versucht ihnen eben das Königtum und die Ehre unseres Heilandes Jesus Christus eben in ihren Bereich zu erklären. Diese Akten Pius XII. Eben, wo er seine Ansprachen an alle möglichen ist, ein Wunderwerk eben des Katholischen, das alles durchdringt. Das ist wunderbar und meistens geschieht das um das Jahr 1950 herum. 1950 fährt er fort, die Botschaft von Fatima zu verbreiten. Und er verurteilt zum ersten Mal die Versuche der Modernisten, die eben Fatima anfangen anzugreifen. In seiner Enzyklika Humani Generis prangert er den Neomodernismus an, verurteilt ihn. Er wendet sich mit einer energischen Ermahnung Mens Nostrae an die Kleriker, die Priester der ganzen Welt und beharrt, dass sie sich der Mutter Gottes schenken und dadurch heilige Priester werden. Und endlich der berühmte 1. November 1950, das Dogma der Himmelfahrt Mariens. So sehen wir, dass der Papst eben sich gerne der Papst, der Fatima-Papst nennen ließ. Und man sieht, dass die Mutter Gottes ihn, diesen Papst, in so schweren Zeiten, wo ja Zweiter Weltkrieg einerseits, dann die Übermacht der Feinde, der Kommunismus von Osten, die liberale Freimaurerei vom Westen, alles so bedrohen, der Papst steht wie ein ungeheuer strahlender Fels für unsere heilige Kirche, der uns mit so großer Freude erfüllt und heiligem Stolz. Und das alles ist unsere liebe Frau von Fatima. Das ist das unbefleckte Herz Mariens, das diesen Papst hält. Den Beweis ex contrario, das sieht man beim zweiten Teil. Nutzen Sie jetzt diese Zeit, um ganz eben sich zu stärken in der Sicherheit. Maria, ich wusste, dass du groß bist, aber ich wusste nicht, wie groß du bist, wie mächtig du bist und wie ungeheuer du in mein Leben eingreifen willst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit.